Um diese Stammfunktion zu berechnen, ersetzen wir zuerst den Zähler sin 2x durch 2 sin x cos x, Verdopplungsformel der Trigonometrie. Und 2 sin x cos x ist genau das Entgegengesetzte von der Ableitung des Nenners. Also schreiben wir noch ein Minus davor und setzen ein Minus vor diese Stammfunktion. So haben wir an der Stammfunktion nichts geändert, erkennen aber sehr deutlich, dass die Ableitung des Nenners genau dieser Zähler ist. Jetzt schreiben wir noch diesen Zähler mal 1, so multipliziert diese Ableitung auch und wir können das Substitutionsverfahren einsetzen. Der Funktionsteil, dessen Ableitung im Zähler multipliziert, den stellen wir gleich u. Und wenn u 1 plus cos² x ist, dann muss die Ableitung von diesem u gegenüber der Variablen x minus 2 sin x cos x sein. Und dieses dx, das hier links vom Ist-Zeichen teilt, setzen wir noch rechts rüber, wo es multipliziert. Jetzt können wir die Substitution vornehmen und erhalten. Minus Stammfunktion von minus 2 sin x cos x dx im Paket genommen. Dieses Paket, das ist du, bleibt noch 1 auf 1 plus cos² von x, also 1 auf u. Die Stammfunktion, die noch zu bestimmen bleibt, ist also diese hier. Und Stammfunktion von 1 auf u du ist selbstverständlich der natürliche Logarithmus vom Betrag von u. Sobald man die Stammfunktion in u gefunden hat, ersetzt man das u durch das, was es ist. Also erhalten wir minus ln vom Betrag von 1 plus cos² von x. Aber da diese Zahl 1 plus cos² von x immer streng positiv ist für egal welchen x-Wert, dürfen wir diese Betragstriche noch durch einfache Klammern ersetzen. Und diese Übung ist schon beendet.